Also ein schweres allergisches Asthma liegt vor, wenn ein Patient unter maximaler inhalativer Therapie, bestehend aus einem Hochdosis inhalativen Glukokortikoid mit einem Beta-2-Mimetikum, mit sogenannten LABA und oder obendrauf noch ein LAMA, ein Anticholinergikum, eines der folgenden Kriterien erfüllt. Ja. Und zwar entweder dieser Patient hat weiterhin Symptome, das bedeutet, dass sein Asthma-Control-Test, dass er sich online zum Beispiel auf der Homepage der IGAF ja auch runterladen kann, wenn dieser Patient bei diesem Test weniger als 20 Punkte erreicht oder wenn dieser Patient häufig Exazerbationen hat. Das bedeutet, wenn er mehr als zweimal im Jahr mehr als für 3 Tage lang ein orales Glukokortikoid benötigt oder wenn dieser Patient eine schwere Exazerbation hat, das bedeutet, dass dieser Patient stationär aufgenommen werden muss, dann wissen wir, dass bei diesem Patienten schweres allergisches Asthma vorliegt. Ganz wichtig ist sicherlich, und das ist ein großes Problem, häufig laufen Patienten als schwere Asthma-Patienten, die eigentlich gar kein schweres Asthma haben, sondern ein schwer zu behandelndes Asthma, ein sogenanntes Difficult-to-Treat-Asthma. Denn bevor man die Diagnose eines schweres Asthma stellen kann, muss natürlich erstmal geguckt werden, ob überhaupt die Therapieadhärenz beim Patienten stimmt, also sprich, ob er die inhalative Therapie so benutzt, wie er sie benutzen sollte. Und es beinhaltet natürlich nicht nur, ob ein Patient es benutzt, sondern ob er es auch richtig benutzt. Und das sieht man häufig, wenn Patienten zu uns überwiesen werden als angeblich schwere Asthmatiker, wo sich herausstellt, dass der Patient mit den Geräten, die er zur Verfügung hat, gar nicht richtig zurechtkommt oder sie nicht so benutzt, wie er sie eigentlich benutzen sollte. Wenn man sich jetzt die neuen Therapien für das schwere Asthma im Allgemeinen anschaut, ist es so, dass man natürlich als Basistherapie wieder die inhalativen Glukokortikoide mit einem langwirksamen Beta-2-Mimetikum und, wie erwähnt, bei uns gehandhabt, obendrauf immer das langwirksame Anticholinergikum als die Basistherapie darstellt. Etwas, was man nicht mehr machen sollte, ja, sind die oralen Glukokortikoide. Die oralen Glukokortikoide haben beim Asthma einen Stellenwert in der akuten Asthmaanfall. Da müssen sie gegeben werden, aber auch da ist es wichtig, dass sie nicht in unendlich hohen Dosen gegeben werden. Die Dauertherapie mit dem oralen Glukokortikoid, auch mit 2,55 oder 7,5 Milligramm, haben beim Asthma nichts mehr zu suchen, weil wir da wirklich zu viele systemische Nebenwirkungen haben. Bei den wenigen, wo man sie unter dieser maximalen Therapie nicht stabilisieren können, da reden wir wirklich von 1 bis maximal 5% aller Asthmatiker, muss man dann hingehen und gucken, ob es wirklich ein rein schweres allergisches Asthma ist, wo ein perianales Allergen vorhanden ist, also zum Beispiel Hausstaubmilben oder Pilze. Pilzsporen, dann kann man diesem Patienten eine zusätzliche Therapie anbieten, und zwar mit einem Antikörper gegen IgE, das sogenannte Omalizumab, ja, welches diesem Patienten je nachdem, wie hoch sein IgE-Spiegel ist, also ein IgE ist ja der Wert, der den Schweregrad der Allergie aussagt, vereinfacht ausgedrückt, wenn man so sagen möchte, ja, kann dieser Patient diese Spritze dann entweder alle 2 oder alle 4 Wochen bekommen und kann dadurch eine Stabilisierung hinbekommen. Was kann der Patient selber tun, um sein Asthma besser in Kontrolle zu bringen? Das gilt für jeden Patienten, es gilt nicht nur für den schweren Patienten. Also wenn er raucht, dann muss er aufhören zu rauchen. Solange er raucht, kriegt er sein Asthma nicht unter Kontrolle. Ja? Der Patient sollte sich körperlich betätigen. Also Sport ist gut, Ausdauersport ist antientzündlich für die Lunge, ist das Beste, was man machen kann. Der Patient sollte natürlich auch auf Noxen achten. Also Noxen bedeutet nicht nur das Rauchen sein lassen, sondern aktiv und passiv natürlich, sondern auch, wenn er natürlich Hausstaubmilbenallergiker ist oder Katzenallergiker ist, versuchen, die Katze abzuschaffen, dass er die Allergenexposition meidet. Es gibt spezifische Medikamente, wo er achten muss, ob er die einnehmen soll oder nicht. Zum Beispiel die Aspirin kann natürlich bei diesem Patienten auch zu einer Verschlechterung führen. Da muss er aufpassen, ob er die nicht steroidale Antiphlogistika, ob er die verträgt. Und eine weitere Möglichkeit, die besteht bei einigen dieser Patienten, ob man einen Hyposensibilisierungsversuch durchführen
kann, um bei ihm das Asthma etwas zu stabilisieren. Und hierzu gibt es relativ gute Daten, dass gerade bei diesen Hausstaubmilbenallergiker durch diese Hyposensibilisierung oder Desensibilisierungstherapie eine weitere Stabilisierung durchgeführt werden kann. Das Allerwichtigste, was natürlich der Patient machen muss, ist regelmäßig inhalieren und richtig inhalieren. Und hier greift es natürlich wieder zurück zu dem Arzt bzw. auch zu den Arzthelferinnen. Die sollten halt jedes Mal, wenn der Patient in die Praxis kommt, nicht nur das Rezept unterschreiben, sondern das Inhalationsmanöver überprüfen. Was der Patient selber noch machen kann, ist auf der sowohl von der ÖGP wie auch von der DGP oder auch von der Europäischen Gesellschaft kann man auf YouTube für jedes Inhalationsdevice, was zur Verfügung steht, auch natürlich auf der IGA-Homepage, kann man für jedes Inhalationsdevice, was zur Verfügung steht, kann man ein YouTube-Video sich anschauen, wie ich damit richtig inhaliere. Und das ist wirklich das Nonplusultra, was der Patient machen kann.